keiner da. Bleib lieber auf dieser Frequenz, hier ist der 7 ist geguckt. Ist doch schön. Ja, ist das? Ist doch schön, die Frequenz. Ja, ist sie auch. Ja, dann ist das doch gut so. Oh, Don Pedro, grüß dich, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, also dieses Update, das hat ihm anscheinend nicht geschadet. Ja, wahrscheinlich, ne, aber naja gut, ich hab's halt gemacht und oh, mal gucken. Ich hab da den Noten drin. Der da für Ordnung zu sorgen hat. Guten Morgen, mein Herr. Oh, Herr Nachbar, grüß dich. Ja, hier. Ja, er bei irgendeinem Virenscanner muss die ja haben und das schien mir nicht verkehrt zu sein. Jetzt muss ich doch mal gerade noch mein Bon loswerden. Guten Morgen, die Herren, mit Hilfe für Sie. IK9FE, guten Morgen. Ja, guten Morgen erstmal allerseits dann. Ja, also das ist der übrigens dieser Norden, der kostet auch was. Ja, der ist dann auch geeignet für Android und ich weiß nicht, fünf Rechner oder so, kann auch damit bedienen. Es gibt Tests, die gemacht werden regelmäßig von verschiedenen Institutionen her und die untersuchen dann auch unter, wie gut sind wir, genau, wie gut sind Firewall-Einrichtungen. Und da gewinnt regelmäßig der Bitdefender, weil der also bis zu 99,8% von all den 150 Bedrohungen, die da ausgesagt haben, empfängt. Während andere, wie zum Beispiel Kraftwerk, die liegen da deutlich schlechter. Also ich verwende. Die habe ich einmal drauf gehabt auf meinem Rechner. Die habe ich einmal drauf gehabt. Das war eine Katastrophe gewesen, den wieder runterzukriegen. Also es war also so. Seit ich vor Jahren umgestellt habe bei 8.1, dann habe ich auch keinen externen mehr, sondern nur noch den Windows Defender, den ich verwende und jetzt mit dem neuen Windows 10 natürlich auch. Und das ist vollkommen ausreichend, da nie Probleme mit irgendwelchen Viren oder sowas. Guten Morgen, ich habe hier sogar einen. Windows Defender ist im Prinzip eine deckungslose Installation. Guten Morgen, liebe Funkfreunde, DG7 ACZ. Wenn du das meinst, dann kannst du dir was anderes machen. Ich mache schon seit zig Jahren jetzt mit dem Defender, hat noch nie Probleme gehabt. Morgen auch Johannes. Johannes und Heiko, das ist nicht von mir, ich habe was ganz anderes hier. Also ich sage nur das, was die Spezialisten sagten, die das untersuchen und testen und prüfen. Und die sagen also, dass der Microsoft Windows Defender und die Essentials, ja, das ist im Prinzip wirklich so. Das kannst du deinstallieren, ist der gleiche Effekt. Das habe ich auch schon mal noch gelesen. Guten Morgen, Herr Felder, ich mal zu. Also, warum ich will gleich dazu was sagen? NSA hat in jüngster Zeit Windows, Microsoft auf ihre Sicherheitslücken aufmerksam gemacht.
Ja, ja, das ist ja bekannt, nicht? Das ist kein Betriebssystem, das ist Windows 10, das ist ein klammernes Programm, das ist betroffen. Aber gut, wir müssen das jetzt nicht auf den Daumen klären. Ich habe Ihnen die Experten sagen, das ist nicht so zu testen. Und so diese untersuchen, völlig unabhängig untersuchen. Und wenn Sie sagen, das ist gut und das ist nicht so gut, dann ist das nicht so. Ja, wer bezahlt die jetzt so unabhängig, glaube ich nicht. Von neu. Zeitschriften zum Beispiel, die kaufen das Ergebnis und veröffentlichen das. Rolf. Ja, weiter, Rolf. Ja, ich hab das schon mitgekriegt, aber das ist halt nochmal so. Ich wollte eigentlich nur was zeigen, ja. Ja, Horst, unser Kreisleiter und auch alle anderen, Peter und Falco und der war noch da und Baldo, haben alle einfach. Jetzt sind wir ja genau auch da, guten Morgen heute. Hallo. Ja, so ist das hier. Wir müssen den Marktführer schlucken. Das sage ich ja schon seit 20 Jahren. Bringt uns aber immer wieder drüber auf, ja? Das ist ja, eigentlich sollte man es falsch machen. Das ist halt wie es ist. Und das kann man abhören, wo man niemals fertig wird. Das hier ist das Problem zu kompliziert. Alle stochern da drin rum, dann machen und gucken und Viren rein und Würmer und was weiß ich. Und da muss auch mal jemand. Ich habe ja noch gesagt, seit 20 Jahren, seit es Windows gibt, seit Windows 3.0 oder 3.1 oder sowas, da regt mich das schon auf. Was wird das so bleiben? Die 5 Disketten. Du hast das. Ich kann da ja nicht richtig mitreden. Aber jetzt sehe ich hier schon gerade wieder das Update hier auf meinem Windows 7. Was ist denn da bloß los? Ich denke, die haben endlich Schluss gemacht damit. Gut, da müssen alle durch, ich musste ausrüsten. Ja, hatte ich gestern Abend. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hatte ich gestern Abend auch. Warten Sie, dann ist dein Computer noch nicht auf dem Endstand. Ich habe heute Nacht auch noch eins gekriegt. Jetzt ist er fertig. Ja, ich habe einen neuen Rechner Windows 10 installiert. Und naja, da muss gar nichts drüber sagen. Also ich habe ja schon mal ein Laptop, habe ich ja schon mal gebraucht. Eigentlich habe ich da keine Probleme. Ich sprach gerade von Windows 7 Professional, was ich hier noch habe. Das haben sie mir mitgeteilt am Töpfchen. Gibt nichts mehr mit der eigenen Weise, aber auf einmal geht es doch wieder los. Moment, wer hat ihm Strafe angedroht? Ich habe eine Frage, er hat schon Strafe angedroht, wenn man sich das Thema an das Du hast aber gute Laune, Wolf, oder? Ich hab schon Laune, oder was? Nee, ich wollte nur mal fragen, so. Problem mit, aber ich hab eine Heizung. Ja, genau, wir haben eine Heizung, war auch schwarz. Oh,
uns brennt der Kachel hoch. Von Ulm, wo kriegst du den Brennstoff her? Hab ich mir beim Nachbarn geklaut. Nee, Johannes, nochmal Radio Hammel. Ja, aus dem Wald. Oh, machst du das selber oder lässt du dir das bringen? Das hole ich mir ab. Wir haben hier so einen, nächsten Ort ist so ein Holzhändler, der hat ein altes Rad- und Tanklager, hat er gemietet, Firma oder gepachtet. Und der macht da im Sümpel Buchenholz und das getrocknet, das hole ich mir damit. Ein Schüttmeter kostet 72 Euro. Oh, das ist aber teuer. Ja, das ist schon fertig, das ist ja gut, wenn er schon oben fertig ist. Das ist absolut oben fertig, das hat weniger als 20% Fressenholz. Ja, den Preis, den kenne ich aber schon lange, Herr Jörg. Das ist aber, glaube ich, nichts Besonderes. Weil ich bei uns bei 49. Guten Morgen, hier in Neunemann. Prost. Ich hab ja hier nur den Tannenwald, da sind ja jetzt wieder viele Schichten fertig geworden im letzten Sommer, weil sie es nicht überlebt haben. Und da habe ich jetzt erstmal für die nächsten 3-4 Jahre. Ja, habe ich ja auch. Ich habe ja auch vor meinem Haus hier jede Menge Gold. Alles abgemäht und abgemacht und gestapelt und das verbrenne ich jetzt die nächsten 3-4 Jahre. Ja, aber einmal Buche ist so gut wie zweimal Fichte, ne? Also Buchenholz, ich finde auch der Preis ist okay. Bei uns kostet das Buche 49. Wenn wir uns nach Kilogramm gemessen, hör mal, und Kilogramm ist Kilogramm, hör mal, das ist egal, ob du Buchenholz oder ob du Fichte verbrennst. Ja, da hast du einen Moment. Aber das Buchenholz hat mehr Energieinhalt als Fichte. Ist ja nicht wahr, stimmt doch nicht. Nee, doch nicht dann sein. Bin ich falsch informiert. Kilogramm ist Kilogramm, hör mal. Ja, Kilogramm ist noch lange nicht Kilogramm. Kommt immer noch auf die Struktur an. Das ist dem relativ wenig unterschiedlich, habe ich gelesen. Na klar, muss man natürlich öfter nachlegen, aber wenn ich den Korb reinschleppe, ist er auf die Leiter. Ja, der Heizwert ist nämlich ziemlich gleich bei vielen Hölzern. Ja, ja, klar. Ach, den Zehntel dahinter, ich, komm, denn, ich bin immer davon ausgegangen, dass es einfach mehr Heizwert hat als Fichtenholz. Aber ja, ich bin ein bisschen schlauer geworden. Ich möchte, also hör mal, da steht schon in der Glocke drin, wer mit Holz vom Fichtenstamme doch recht trocken muss es sein, dass die hohe Flamme schlage in den Spalt hinein. Warum nehmen die keine Buche und keine Eiche, hör mal? Um ihr Ding zu schmelzen, ihr Erz zu schmelzen. Na ja, die Buchen musst du suchen, doch von Eichen musst du weichen. Ja, ich möchte auch noch mal was vorlesen. Das jetzt aber nicht stimmt. Ich möchte noch mal was vorlesen. Von dem langen Thema hier, nicht, was nur die Sicherheit des Windows vornahm. Also, für die Bezahlangebote von Drittherstellern dürfte das Gutachten von Windows Defender ein Schock sein. Nur 3 Virenscanner im Test schneiden besser ab. Avira, Kaspersky und McAfee. Alle 3 schaffen die vollen 18 Punkte im Ranking. Die restlichen Virenscanner liefern in diesem Test keine Argumente, warum man sie dem Defender vorziehen sollte. Das betrifft zum Beispiel auch Bitdefender und auch noch einige andere. Übrigens, warum die besser abschneiden, liegt nur an der Geschwindigkeit, nicht an der Erkennung und an der Bearbeitung von Viren. So, das war nochmal der Testbericht von der Firma Heise Chip. Das ist ein falscher Virenscanner. Wolltest du dir nicht einen neuen Rechner zulegen? Hast du doch vor ein paar Tagen hast davon gesprochen, bist du immer noch nicht weiter. Also, so eine Güter mir gezeigt, war ja interessant, das kann ich mir nicht leisten. So. Das Thema bin ich nicht. Das ich habe noch niemals gespielt auf dem Spiel. Das doch, hat doch mit dem Spiel nichts zu tun. Da ist doch von Hause aus kein Spiel drauf. Das ist ein Rechner, der eine richtig gute Leistung hat. 16 Giga RAM und sowas ist doch in Ordnung. Da kannst du schön Windows 10 drauf machen nachher. Die Spiele sind doch schon eingebunden, Paul. Ja, danke. Ja, gut. Was ist eingebunden?
Ich spiele. Oh, da ist kein Spiel eingebunden. Ich habe hier vollkommen nackig, habe ich hier Windows drauf und weiter überhaupt gar nicht. Nein, hier so ein Virenscanner, der ist noch mit dabei, aber sonst ist da nicht drauf. Unter Windows ist doch, sind die Spiele eingebunden. Naja, die Spiele sind da eingebunden. Die Windows-Spiele, das ist doch Quatsch. Das ist doch keine Spiele. Da geht es um Spiele mit so einer richtig großen Auflösung braucht und dergleichen. Aber die muss man doch nicht drauf machen. Das ist ein Rechner, der hat abwertnackig ist der. Und hier sind Aufregung heute Morgen. Ich glaube, ich muss das korrigieren. Ich habe damals gab es ein Ding so Load Runner. Da passiert immer einer so eine Leiter rauf und wieder runter und dann wieder hier nach links und nach rechts und rauf und runter. Oha. Kennst du das noch? Klar, ich habe doch auch einen VC64 gehabt. Genau, da habe ich mal sowas gespielt. Bobby, das ist Load Runner. Ich spiele solitär. Das sind die Dinger, die da eingebaut worden sind, nicht? Oder die auch erst aktivieren mussten im Windows. Also ich spiele Flightgear. Ich spiele gar nichts. Ich auch nicht. Ich kann keine Zeit tun. Ich spiele die Gitarre. Ja, Flightgear ist ja auch kein Spiel eigentlich, sondern ein Simulator. Spiel außerhalb von Windows ein bisschen Schach. Und das auch gegen Computer allerdings gegen speziellen Computer. Ansonsten spiele ich nichts. Ja, ich habe es relativ einfach gestellt. Auf höchster Stufe, nee, das klappt selten. Ja, aber das ist jetzt eine Frage an Johannes. Johannes, kennst du denn diesen Simulator Flightgear? Nein, kenne ich nicht. Ja, der ist nämlich deutlich besser als der Flugsimulator von Microsoft. Und das ist eben auch so ein Ding, wo alle dran rumbasteln und die Flugeigenschaften dann auch von Leuten zum Teil programmiert werden, die die Flieger wirklich auch kennen. Ich habe noch kein Flight-Programm auf dem Computer gespielt. Naja, gut, aber damit soll es auch sein, nicht? Also, das ist jedenfalls eine Information, die für mich noch interessant sein könnte. Danke! Wenn das Wetter mal so war, dass wir hier wieder wach geworden sind und wieder schlafen. 13 Grad und 14 Grad war gestern Höchsttemperatur. Also, ja, das ist wirklich beängstigend, nicht? Also wir hatten in diesem Winter erst 3 Nächte, wo wir einen leichten Nachtfrost hatten, sonst war es nie unter Null. Profitieren von der Wärme schon. Ja. Aber die werden sich dann auch nicht freuen, wenn ihnen langsam das Eis wegschwimmt. Ja, es gibt ein Novum. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit geht eine Organisation, die will eine gesetzliche Regelung über natürliche Vorgänge, über galaktische Vorgänge, eine richterliche Entscheidung haben. Und eine Regierung dazu zwingen, dagegen vorzugehen. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist ja nur was von aberwitzig.
dass das Verfassungsgericht dieser Klage nicht annehmen wird. Nicht? Alles andere wäre nämlich Unsinn. Ja, das kann. Also ich habe davon noch nichts gehört, tut mir leid. Aber das ist ja bekloppt, sowas. Ja, ja. DHU ist beteiligt dran, verschiedene andere Institutionen. Ja, ja, das sind also diese Eiferer, nicht, die also wirklich mit Scheuklappen durch die Gegend rennen und glauben, die sind die allein wenig machen. Also Rolf, ich gehe davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht das nicht annehmen wird. Sind sie schon gescheitert, das Gericht hat das nicht angenommen und ich denke und hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht das genauso sieht. Aber was, wenn das Bundesverfassungsgericht das annehmen würde? Dann wird das aber ein Rattenschwanz. Dann haben wir ein Problem, aber so wie ich das Verfassungsgericht kenne, würde sich das über Jahrzehnte hinziehen. Ja genau, das meine ich mit dem Rattenschwanz. Man die Gelder entziehen, denn die wird ja von der Regierung eigentlich gesponsert und schießt dann gegen die Regierung. Du sagst DHU, heißt das nicht DUA? Nee, DHU. Jetzt Umwelthilfe, nicht? Und trotzdem HU, ne? Ja, na gut. Und nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr du besonders hohe Ausschläge hast. Deutsches Wolf, alles Gute. Viel Erfolg, Positives für dich. Ja, mach's gut, Wolf. Ja, tschüss, Wolf. Ralf. Ist noch nicht so weit. Nee. Da wurde noch mit einer Erkältung gegeben, oder kein Bock.
keinem mehr was ein. Ja, alle Pulver sind verschossen. Ja, bei der Hektik würde ich mich lieber zurück. Höre ich nicht. Nee, also ich denke auch, das kann man abhaken nach dem Motto, wie gemeint ist. Ja, das Abhaken bin ich mir auch nicht so sicher, denn heute ist ja alles möglich. Das sagte Toyota schon, nichts ist unmöglich. Ja, ja, aber ich meine, der Deutschland soll das Weltklima retten, das ist Blödsinn, nicht? Also, wenn es da keine internationalen Vereinbarungen gibt, dann wird es dann auch so sein, dass die auch durchführbar sind, dann ist das doch alles Quatsch. Solche Leute, die eben zu hören, dein Wahlrecht haben, ne? Die machen mir Angst, dass die Regierung das Republik. Ja, du sagst es, Falco, überdeutlich. Du, ich muss an sowas mal denken, wenn ich sowas höre, nicht? Dass einer durchgeknallt ist, der jawohl, er darf zur Wahl gehen, ne? Das geht mir mal schwer runter. Ja, ja. Ja, das ist auch richtig. Ja, übrigens, Führerschein am Autofahren, fällt mir was fast Skurriles ein, nicht? Also heute Morgen kriegten wir einen Anruf und unser jüngster Enkel teilte uns mit, dass er seinen Führerschein Prüfung bestanden hat. Und kurz darauf kriegten wir einen Anruf aus Albanien, da ist nämlich dessen Vater im Augenblick dienstlich, der teilte uns mit, dass sein Sohn die Führerscheinprüfung bestanden hat. Ja, ist das schön. Nee, nee. Ja, da weiß er der Vater, ne? Aber der Junge, es hätte mich gewundert, wenn er durchgefallen wäre, weil ich kenne ihn ja, ne? Und weiß, wie er funktioniert. Albanien, Bruno Alpha, da habe ich den Tag im Video gekriegt, auf einem Punkt von Iran, da ist dann immer so ein Urlaub da runtergefahren und irgendwann ist es gar nicht. Das habe ich mitgehört, was auf der 18 Uhr da aufgehört hat, die ersten Tage. Naja, nee, kann ich sagen. Du siehst, die Kamera guckt auf die Straße, wie der Bus da fährt, geht wahrscheinlich so ein bisschen gleich runter. Und höre ich auch immer meine CDs bei. Das fand ich auch toll. Ja, ist es auch. So ist es. So ist es und so war's. Nach dem Rücken kommt der abwaschbare Gummikran. Die Situation hier, je nachdem 20 Meter, 40 Meter, je nachdem wo man schon sind, wo es einfach problemmäßig nicht so richtig geht. Und wir haben uns angewöhnt, dass das Problem ist. Die Warte kam vor 4.000, war keine Frage, aber ich habe dann nicht geantwortet. Ja, also da hätte ich mittlerweile Probleme. Also CW bin ich so entwöhnt, dass ich wahrscheinlich mit einem kaum akzeptablen Tempo arbeiten müsste. Du, ich kann es auch nicht so richtig sehen. Also ab und zu mal eine Information, das bringt mich dafür reich. Aber ich bin auch nicht das Tempo, wo du meinst. Nee, das war ich nie. Also in meinen besten Zeiten konnte ich einigermaßen sicher so Tempo 80, 90 und mehr habe ich nie gekonnt. Und es war auch nie wirklich mein Ding, obwohl ich das eigentlich toll finde, CW, aber es war nicht mein Ding. Da geht es mir genauso. Nein, die Kerbe schlage ich auch. Kommt noch an was? Wann war?
Ja, mach doch. Es ist nicht sehr laut, aber es ist einwandfrei zu lesen. Feinheiten könnte ich jetzt nicht erkennen, aber es hört sich ordentlich an. Ich habe hier so 100 Kilometer südlich von Frankfurt. Netzmetermäßig ist 5 und 6, 5 und 8, so dazwischen wackelt das. Die Modulation ist nicht auffällig, sondern einfach gut. Ja, Matthias. DLP-FAU. Rudi. Schönen guten Morgen, die Runde. Vor 9 gehört. Ja, wahrscheinlich auf der Regenkurve runter oben. Nee, hier auf der Welle. So, da habe ich auch gerufen. Ja, ganz kurz, da war noch niemand da. Ja, da habe ich noch nicht richtig hochgefahren. Ja, ich möchte zwar, dass da jemand sich einfügt und habe mich jetzt noch rausgefahren auf die Regenkurve als Herrenrunde, weil die verlangen auch immer, dass ich morgen zwischen war Wälder. Richtig, ich war schon vor. Ja. Kann ich nur bestätigen. Ja, aber auch der Ausgang 20, da gestellt hat. Ja, richtig, da muss man immer hin und her schaukeln. Das ist ein neues Schnitt, was das ist, dann ja, 24. Das ist also auch so 20 passiert. Da muss man immer wieder gucken, hier unten schiebt er immer hin und her, weil ich da nicht sehe. Und dann habe ich doch ein bisschen Schiff, dass die Leute da wissen. Das hat ja funktioniert. Ja, einwandfrei. Schönen Abend, Peter. Jo, servus, nach Schildau. Tschüss, Peter. Nein, das geht aber da. Mach's gut aus. Bis denn. Mach's gut, Rosa Gisela. Jo, danke allerseits und Grüße. Deine Jutta. Danke, danke. Okay. Ich mache jetzt hier gleich direkt an. Ist das nicht der Bunkerfunker? Nee, der Bunkerfunker, der ist in Remscheid, ne? Hier ist der Theo, das Alkoholiker, das ist toll. Ach, du hörst dich so ähnlich an. Ich dachte jetzt, das wäre der Bunkerfunker. Ich meine nämlich, der hat ein anderes Rufzeichen und das kenne ich nicht so richtig. Der ist doch mal so, da habe ich etwas anderes. Das ist ja. Ach, du kennst den, ja? Ja, ich kenne ihn persönlich sehr gut. Ich habe auch täglich gesagt, dass ich mal früher eine Runde. Also, die sterben auch weg. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir hier noch lange drüber seid, nicht? Also, alles Gute. Ja, ich
Zeug noch Bescheid im Lauf ist, das würde ich sagen, ne? Weiß ich nicht, du bist bei mir so gute S9, 10 über 9 in der Spitze. Also dein Pulsmecker da ist mal ganz zur Richtung hier. Frankfurtiker 4 Zulu England. 5-9 plus 4 G. Jo, 5-9 ist in die Grünen. Ja, hallo Theo, hier ist 4-9 Mike Hotel. So, ich hab dein Pulsmecker gestellt. Ich würde mich mal einmal der Woche, wenn ich beim Match hier war und sei ja was. Kommt das alles aus der Sackeifel? Bewegung, das ist alles gut gesagt. Ja, ja. Hört dann auch, guten Morgen Theo, wie die Rest der Welt. Ja, 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 komm, da habe ich jetzt wieder Ruhe gedurcht. Ich fahre. Problem. Und dann darf ich abends nicht essen.
Essen, aber auch oft kommt abends der Hunger. Und dann kriege ich direkt die Reichen, wenn ich dann im Bett stehe, ne? Deshalb habe ich ja auch so gesagt, ja, das ist besser. Aber auch, du hast ja schon zwei Mettbrötchen hinter dir, das ist auch schon ganz ordentlich, mein Lieber. Ja, ich habe auch schon 15 Kilometer Fußmarsch hinter mir, meinst du, das ist so ordentlich? Und an dem Einzeiger, da habe ich schon 150 Schwingungen gemacht. Die Kalorien kannst du nicht verbrauchen. Ich kann gucken, wie viele Kalorien ich verbraucht habe, die nur sagt mir das. Doch, doch, also, wenn du ja nichts tust, glaube ich, brauchst du 1500, ne? Naja, KV, kriegst du mit, Page. Ich bin früher Fahrrad gefahren, 50 Kilometer täglich, ne? Aber jetzt laufe ich halt so knappe 20 Kilometer, ne? 4 Stunden brauche ich da. Ich bin früher auch Fahrrad gefahren. Aber ich habe da meinem Chef nicht erreicht. Und die wanderst du auf deinem Laufband oder was, ja? Nee, die laufe ich durch die Stadt, ne? Wenn es besser ist, dann fahre ich noch zum Zühlinger See, das ist die Regattabahn, einmal rum zu 6 Kilometer. Nee, die laufe ich hier durch die Stadt. Ne? Im Dunkeln fange ich an, ne? Und wenn es dann hell wird, bin ich zu Hause eigentlich. Im Dunkeln nicht gehört. Ja, vorbei, wenn es mal runtergeht. Hör mal, unser Baujahr, die schlafen sind, ich stehe zwar früh im Bett, aber ich höre doch immer wieder, dass die älteren Herrschaften nicht mehr so lange schlafen können. Ja, ich weiß nicht, um wen sich das da dreht, wo ich kann schlafen wie vorhin. Naja, ich gehe ja früh schlafen, 9 Uhr schlafe ich, ne? Ab 10 Uhr. Bis morgens. Morgens nicht früh auf, damit es vorangeht, ne? Der Tag ist kurz. Ich höre manchmal, dass Leute Langeweile haben. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ja, ist kurz, wenn du schon um 9 in die Kuh gehst. Bin 24 Uhr nur noch was. Ich muss schlafen. 40 Stunden bin ich weg, ne? Muss heute, was hätte ich sagen, habe ich mal zum Prostata-Arzt, hätte ich gesagt, das gehört zum Urologen, muss ich mal das sagen. Ne? Muss allerdings 2-3 Mal Notwasser oder Kartoffel abschicken lassen. Ja, da wüsste ich was gegen. Ja, das ist das Beste, was ich annehmen muss. Der hat mir bis dato immer Tabletten gegeben, aber die habe ich nie benutzt, aber jetzt glaube ich, wollte ich die mal nehmen. Ne? Mal gucken, ob das ein bisschen vergrößert ist, die Prostata, ja. Wenn die nicht mehr so ganz neu ist, ne? So was aber alles genau wie. Das Thema ist jetzt gestrichen. Voll. Schön, dass wir das Blumen unterhalten. Und da wird es dann ganz hübsches Wetter heute, ne? Hallo, ich habe keinen. Anlegen? Nein. Musst du brauchst Verschätzung. Mit dem Kaktus werden keine Zeit verschwinden. Also auf uns noch hat er noch genug Verschätzung. So, was macht er denn, der Baldur? Ich funke jetzt mit euch. Ja, der passt schon auf. Ja, okay, alles klar. Hör mal, ich hab die Tage, hab ich da so eine Sendung gesehen, da hat er, oder war das bei YouTube, weiß ich jetzt nicht, der hat da mit zwei Büroklammern so einen recht normalen Schließzylinder innerhalb einer Minute aufgemacht, ne? Und dann habe ich mir noch ein paar andere Teile angeguckt, da gibt es so Werkzeuge, da mit Hochfrequenz, also mit Ultraschall werden die da, und dann werden die zack, zack, gehen die Dinger auf. Da denke ich, jeder neues Zylinder holen. Da sagt der Typ, ach, die haben aber schon einen guten Zylinder, so einfach ist der nicht aufzukriegen. Ja, von der Wohnungstür, ne? Aber ich wollte mir mal einen neuen gönnen, ne? Nö, ein richtiger Zylinder. Was ist ein richtiger Zylinder, bitte?
Sind auf dem Deckel sitzen. Sieht aus wie Abraham Lincoln. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich muss mal gucken, auf jeden Fall wirst du ein anderes Teil reinmachen. Der ist auch schon in die Jahre gekommen, den habe ich schon mal gewendet, weil der war, ich denke, da hakt er schon mal ein bisschen, ne? Und da ich von innen ja kaum schließe, habe ich den gewendet. Ich habe noch ein zweites, da kann man so eine Nase vorschieben, weiß ich nicht, wie das heißt, so ein Zusatzschloss. Der mit den zwei Büroklammern, hat er das in deiner Anwesenheit gemacht? Nee, das habe ich ja auf einem Videoclip gesehen, ne? Auch, dass es aber Werkzeuge gibt, die kannst du gucken, ich weiß nicht, wie die heißen, Dick, das sind so, so Pinne, die du da reinstopfst und dann wurschst du die da und die haben die zu, das gibt es ja wie bei uns hier, beim Funkamateur gibt es doch Typen, die üben an hochwertigen Schlössern, die zu öffnen, ne? Ja, das ist auch so ein Verein, aber nicht als Banditen, sondern als Hobby. Du kannst immer aufschließen, die Begeisterung geht alle auf. So, meine Zeit ist gekommen. Ich sag mal kurz den Punkt, Rücken oder die Jungs, Gruß an alle Zuhörer, die kannst du hier sogar ganz nicht machen. So, Falco, mach's gut, Gruß an Luther. Gruß an Luther, danke. Tschüss, Falco. Ciao, ciao. Tschüss, Falco. Tschüss, Falco. Ciao. Ciao. Lustigen Tag, Herr Fünfkau.